So, ich koppel dich mal ab. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, dass wir alle da sind. Kann man mich einigermaßen hören? Eigentlich brauche ich fast gar nicht, aber kriegen wir fast hin. Super. Ja, ich darf heute netterweise hier sein, um über die Zukunft zu sprechen. Wir wollen heute über das Thema Lebens-, Arbeits- und Kundenwelten der Zukunft sprechen. Ganz kurz nochmal zu meinem Werdegang. Hier unten steht Futurist. Kann theoretisch jeder sich so nennen von Ihnen. Ja, ist kein geschützter Begriff. Aber was steckt dahinter? Ich beschäftige mich seit ungefähr 6 Jahren sehr intensiv mit der Zukunft und zwar in allen Facetten, in allen Branchen. Es gibt auch, glaube ich, fast kein Unternehmen, mit dem ich nicht irgendwie in den letzten 6 Jahren in Berührung gekommen bin. Dieses Wissen trage ich so ein bisschen mit auf die Bühnen und parallel habe ich das ein oder andere Vergnügen, sage ich mal, in Unternehmen noch beratend tätig zu sein, Innovationsabteilungen zu unterstützen, beziehungsweise Bewusstsein für Veränderungen zu schaffen. Und das wollen wir genau machen, denn wenn wir über Zukunft sprechen, wenn ich Ihnen so ein bisschen was erzähle, wie ich zum Thema Zukunft stehe und wie ich überhaupt zu Zukunftsthemen komme, dann hat das natürlich nichts mit einer Glaskugel zu tun. Ja? Hätte ich diese super gute Glaskugel, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier. Ja? Dann wäre ich wahrscheinlich schon irgendwo anders. Aber was mache ich? Ich mache eine qualitative Forschung mit meinem Team. Das heißt letztendlich, ich beschäftige mich mit Menschen. Denn die Zukunft wird gemacht von Menschen. Zwar mit den Menschen, die letztendlich schon heute dafür gesorgt haben, dass Zukunft bei uns eintritt, ja, Smartphone oder sonstige Themen, aber letztendlich auch mit den Menschen, die heute ihre Ideen nutzen und dazu auch noch die Ressourcen und die Mittel haben, ihre Ideen in die Welt zu bringen, um letztendlich Veränderungen für sie umzusetzen. Ich habe mal eine Handvoll mitgebracht, weil hier. Wir müssen lernen zu verlernen. Und das ist schwierig, tradierte Denkmuster aufzugeben, die lange Zeit dafür gesorgt haben, dass wir erfolgreich sind. Also ich bin im Mittelstand hauptsächlich auch unterwegs und das, was die in der Vergangenheit gemacht haben im Mittelstand, hat sie heute unfassbar erfolgreich gemacht. Der Mittelstand geht so gut wie noch nie. Auftragsbücher sind voll. Erzählen Sie da mal den Geschäftsführern, dass sie wirklich anfangen müssen, ihre Denkmuster, ihre Abläufe zu verändern, um zukunftsfähig zu sein. Die meisten raffen es dann irgendwann, wenn sie merken, okay, meine aktuelle Kaufgruppe ist 40 plus. Dazu habe ich eine sehr, sehr gute Schnittstelle. Da weiß ich, wie ich mit denen kommuniziere. Die basieren noch auf den gleichen Werten wie wir. Was passiert aber, wenn die nächste Generation eine andere ist, wo definitiv das, was wir uns in der Gegenwart aufgebaut haben, vielleicht nicht mehr ausreicht, um definitiv in der Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein, ja? Denn wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass diese kleinen Menschen, die so aufwachsen, mit unserer Zukunft letztendlich ganz viel zu tun haben. Sie alle sind letztendlich in Digitalisierung hineingewachsen. Die Generation meiner eigenen Kinder wachsen schon mit dieser Technologie auf. Ja, das ist jetzt ein ganz fieses Beispiel. Ja? Also Print, hoffe ich, dass die nächsten 10 Jahre die Einzelnen noch erkennen. Aber es geht ganz klar in diese Richtung. Ich war vor kurzem im Urlaub mit meiner Family. Wir kamen zurück vom Strand, gingen ins Hotel. Ich weiß gar nicht, warum wir deutsches Fernsehen hatten. Aber wir hatten deutsches Fernsehen. Pepper Woods, klar, Schätzelein, das nur angucken. Dann gucken wir das irgendwann an. Dann sagt sie irgendwann zu mir: Papa, kannst du mal Pause drücken? Ich muss auf Toilette. Dann sage ich: Schatz, das ist Fernsehen. Ja, das ist nicht Netflix wie zu Hause. Du kannst jetzt nicht Pause drücken. Gehst auf Toilette, kommst zurück und wir drücken Play und du kannst einfach sozusagen deiner Gewohnheit freien Lauf lassen. Das ist für die, sie hätten mal ihre Augen sehen sollen. Ja? Die konnte gar nicht glauben, was ich ihr da gesagt habe. Für sie ist das nicht vorstellbar, nicht das zu gucken, wann sie es will, wie sie es will. Die sind einfach anders. Und für die manifestiert sich das auch. Ja? Standardkommunikation wird da eine andere Herausforderung, wird nicht funktionieren. Standardprodukte haben fast keine Zukunft mehr, schon heute nicht mehr. Die meisten haben schon dann das Kevin-Problem, weil Kevin einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreibt, der dann irgendwie sagt: Oh, lieber Weihnachtsmann, ich hätte gerne eine TXY Smackdown, ne? Dragon Ball, Budokai, War Republic Heroes. Ich will nicht wissen, wie viel es allein auch Ihnen so geht wie dem Weihnachtsmann, ja? Kevin, ich habe keinen Peil, wovon du sprichst, ja? Aber hey, Kevin ist auch nicht schlimm, ne? Dass ich keinen Peil habe, denn ich weiß, Rücklicht, hey, ein Buch hat schon immer funktioniert, kriegst ein Buch, ja? Frohe Weihnachten. Sie können sich ja selber alle ausmalen, wahrscheinlich, was nächstes Jahr passieren wird, ob dieser kleine Kevin diesem Weihnachtsmann noch einen Weihnachtszettel schreibt. Ich glaube nicht, dass er das tun wird, weil auch da das Thema Standardprodukte immer mehr rausgeht. Wenn Sie heute Past, Present
Wir hatten eine lange Zeit, wenn Sie nach hinten gucken, eine ganz klare Klassifizierung. Was ist Premium? Was ist der Standardbereich? Und was ist der Economy-Bereich? Standard erodiert heute schon immer mehr. Sie sind alle schon in bestimmten Clustern, in bestimmten Zielgruppen, Kundensegmentierungen der großen Firmen eingeteilt und sie werden genauso ausgespielt. Jeder, der von Ihnen ein Netflix-Abo hat oder sonstiges, es gibt 15 Cover einer einzigen Folge von Netflix, die Ihren ganz bestimmten Bedürfnissen ausgespielt werden. Ob Sie mehr die Farbe rot wollen, ob Sie mehr auf Liebesszenen stehen, ob Sie mehr auf Gemetzel stehen, whatever so ungefähr. Das wird Ihnen hauptsächlich angezeigt, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Sie dann in die nächste Serie klicken. Economy ist immer mehr zum Preis-Leistungs-Trigger geworden heutzutage. Und Premium hat nicht mehr alleine was mit Premium zu tun, das, was wir als Premium verstehen. Denn die Leute geben heute schon mehr Geld für einen Käse, für eine Wurst, für ein Ei aus, weil die einfach bewusst und letztendlich ja, in ihrem Lifestyle leben wollen, weil die in den Dance, in den Bio und in anderen ökologischen Läden reingehen, um letztendlich ihrem Lifestyle letztendlich Folge zu leisten. Das hat was mit Identität zu tun. Ja? Und auch andere Produkte sind letztendlich genau an diesem Faktor nach oben gekommen, die sozusagen Identität für Sie schaffen. Wer von Ihnen hat ein iPhone? Wer würde mir jetzt das iPhone geben und ich gebe Ihnen ein vergleichbares, wenn nicht sogar besseres, Huawei oder Samsung Handy? Sofort. Wer würde das machen? Ist ja nicht meins. Genau. Privat habe ich ja noch mein iPhone. Der lacht sogar noch. Warum gehen keine Hände hoch? Weil sie sich natürlich unfassbar wohlfühlen in dem Ökosystem, was Apple ihnen hingestellt hat. Sie nutzen vielleicht noch Apple Pay, Apple TV, iMusic, iWhatever. Sie fühlen sich wohl. Wenn sie nur dieses Handy da rausnehmen, für das sie mindestens doppelt so viel Geld auf den Tisch legen, ja, obwohl es nicht mal der Qualität entspricht, wie ein Handy, das irgendwie für 400 Euro bekommen könnten. Aber das Ökosystem macht es so unfassbar attraktiv für sie, genau diesen ja, Premium-Produkt für Sie, diesem Identitätsprodukt weiter Folge zu leisten. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wo geht die Reise weiter hin? Was kommt eigentlich nach individuellen Produkten, nach personalisierten Produkten? Und da machen wir einen ganz kleinen Ausflug. Da gehen wir mal ganz kurz nach Barcelona, um das mal kurz aufzugreifen. Das ist das Teatro Nou, was Sie hier sehen. Teatro Nou ist ein Schauspielhaus in Barcelona. Erstmal fällt Ihnen nichts Besonderes auf. Sie kommen da rein, es ist erstmal umsonst. Ja, das Zweite, was Ihnen auffällt, ist, dass vor jedem Sitz, ja, vor Ihrem Sitz wäre jetzt sozusagen ein Display. Und dieses Display guckt Sie an. Ja? Und jedes Mal, wenn Sie lachen, müssen Sie 30 Cent bezahlen. Ja? Und diese gute Dame hat jetzt zum Beispiel 38 Mal gelacht, kostet aktuell 11,40 Euro am Ausgang. Ja? Ein ganz charmantes Prinzip, Pay per Love. Ja? Jedes Mal, wenn Sie lachen, müssen Sie Geld bezahlen. Ein schönes individuelles Produkt, hat aber noch nichts mehr als individuell mit ihm zu tun. Ja? Was ist aber an diesem Thema noch erweitert da? Und zwar, wenn Sie jetzt das Publikum sind und ich sozusagen der Kasper, der vorne vorhumpelt, ja, ja, dann habe ich noch dieses Display zur Verfügung. Und dann sehe ich ganz genau, was meinem Publikum gerade abgeht. Dann sehe ich nämlich die, die rot sind, ja, die sind bei 24 Euro, das ist das Maximale, ja, selbst wenn sie den lustigsten Abend ihrer Zeit da haben, mehr als 24 Euro müssen sie nicht bezahlen. Ja. Alle, die farblich markiert sind, die gehen schon in die richtige Richtung, ja, die haben Spaß. Die aber jetzt irgendwie so ein bisschen dunkel schraffiert sind, ich sage mal, die sind maximal frustriert aktuell, ja, die haben noch gar keinen Spaß. Und dann kann man sich natürlich entscheiden, das machen die Schauspieler dort. Man könnte das schöne, individuelle Stück zu Ende spielen und es einfach als individuelles Produkt stehen lassen. Oder Sie können jetzt situativ eingreifen. Und das ist genau das, was Sie machen. Die machen aus Ihrem individuellen Stück noch ein situatives dazu. Die gehen dann auf die Leute auf den Sitzplätzen 50 bis 56 ein und bringen die zum Lachen. Und nach einer gewissen Dauer wird das Ding da zu einem Spektakel, weil dann ist nichts mehr wirklich geplant. Dann passiert das situativ. Und dann wird das wirklich ein Hokuspokus. Und das ist aber interessant, um letztendlich adaptive Produkte und Services hinzubekommen, die auf die Situation, auf Sie zugeschnitten sind. Da brauchen Sie natürlich am Ende die Daten der Kunden, ja? Oder zumindest den Kommunikationskanal Ihrer Kunden, um diese in irgendeiner Form zu erzielen. Und da muss man eins verstehen. Und damit habe ich relativ viel zu tun, wie sich Ihre Werte verändern. Wie sich unsere Werte verändern. Werte wie Nähe. Nehmen Sie so einen Wert wie Nähe. Der ist ganz lange Zeit definiert worden als physische Nähe. Wie nah stehen wir uns jetzt im Moment? Ja? DM-Filialen wurden Meter per Customer
initiiert. Also alle 1000 Meter musste eine DM-Filiale sein, um Nähe zum Kunden zu entwickeln, ja? Präsenz zu zeigen. Das ist aber nur noch die eine Medaille, die wir aktuell zur Verfügung haben. Die andere ist, dass sie definitiv Nähe versuchen hinzubekommen und hinbekommen müssen auf einer relationalen Ebene. Ja? Das ist die Quantität der Interaktion, die sie mit ihren Kunden, die sie in ihrem Umfeld führen. Und da sind wir heute schon mittendrin, denn wir sind diese Generation, wenn wir mal rausgucken. Ja? Wir sind irgendwo physisch nah, ja, sind wir, aber wir sind auch irgendwie alle dann irgendwie woanders. Ja? Wenn wir Glück haben, chattet sie gerade mit ihr. Ja? Aber an sich sind wir schon da mittendrin und da angekommen. Ja? Auf der anderen Seite haben wir Werte wie Vertrauen, die nicht mehr alleine nur auf menschlichen Beziehungen basieren, ja? Sondern auf eine nächste Generation immer mehr dahin gehen, dass sie auch auf erfüllte Erwartungen aus sind. Ja? Wer die Erwartungen erfüllt, hat mein Vertrauen. Das beste Beispiel ist Amazon. Ja? Gehen Sie davon aus, dass 100% am 21., die im World Wide Web surfen, noch Geschenke am Suchen sind. Was glauben Sie von diesen 100%? Wie viele landen am Ende im Amazon Store? Was glauben Sie von 100? 90, da wird sich selbst Amazon freuen. 84%. 84% vertrauen anscheinend nur Amazon, wenn ich am 21. ein Geschenk bestelle, dass es am 23. spätestens am 24. vormittags noch ankommt, damit ich in Ruhe Weihnachten feiere. Das nehmen. Vergangenheit kennen Sie. Die Gegenwart kennen Sie. Wenn Sie teilweise diese Themen sehen, wenn Sie das noch mal ein bisschen für sich weiterdenken, dann ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass die wenigsten Dinge irgendwas mit Zukunft zu tun hatten, weil die meisten waren im Status quo. Da war wenig von, naja, wie sieht es wirklich 2030 aus? Und was ist heute schon wirklich möglich? Einfach nur mal das exponentiell nach oben skalieren. Und da fehlt letztendlich das, was wirklich wichtig ist. Der Mensch. Die größte Herausforderung ist es, Sie, uns alle mitzunehmen auf diese Reise, die sich irgendwie Zukunft schimpft. Ja? Denn wenn ich Ihnen sage, Sie können sich jetzt hier in ein Auto setzen, in Berlin, hier vorne am Schindlerplatz, das hat kein Lenkrad, kein Gaspedal. Ich will wissen, wer sich davon in die Innenstadt fahren lässt. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Die Brücke letztendlich in eine nächste Generation, in die nächste Welt, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und diese Schritte werden aktuell gerade in unterschiedlichen Bereichen für Sie aufgebaut. Das ist, nehmen wir autonomes Fahren, bestes Beispiel. Sie werden die ersten Generationen haben, wo ein Lenkrad drin ist. Natürlich, Sie könnten eingreifen. Die zweite Generation wird Lenkräder haben, die noch irgendwo letztendlich im Notfall rausfahren, beziehungsweise wo Sie über HoloLens-Technologien oder andere Technologien, 5G, letztendlich im Headquarter auf einmal einer dann letztendlich anfängt, dieses Auto für Sie zu fahren. Dass Sie ein sicheres Gefühl haben. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, ist es für Sie völlig normal, so wie Sie jetzt einem Navigationssystem vertrauen, so wie Sie jetzt in anderen Themen heute schon spielerisch damit umgehen. Aber diese Themen, die einfach in der Komplexität weiter zunehmen, haben ganz viel damit zu tun, dass Sie letztendlich da dieses Vertrauen benötigen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, die nächsten Schritte für sich abzuleiten. Denn es gibt ganz viele unterschiedliche Trends und Treiber, es gibt ganz viele unterschiedliche regionale Zusammenhänge, die da sind und da kann man ganz viel reden, aber letztendlich die Auswirkungen auf Ihre eigene Organisation, auf Ihr tägliches Tun, das können nur Sie selber entwickeln, denn nur Sie wissen eigentlich, was die Hebel in Ihrer direkten Branche sind, weil Sie da die Experten sind, Sie kennen Ihre Kunden, Sie kennen Ihre Abläufe, Sie wissen, wenn sich wirklich bestimmte Trends und Treiber durchsetzen, welche Auswirkungen die haben können für unser Unternehmen und können daraus letztendlich Ableitungen erzielen. Aber dafür muss man sich auseinandersetzen, genau mit diesen Themen. Damit muss man damit in Kontakt treten. Und das Schöne ist, es ist die Zukunft. Ja. Es ist die Zukunft. Die Zukunft ist immer eine Frage der Perspektive. Die Frage, welche Perspektive wollen Sie einnehmen, wenn es um Zukunft geht? In einer Zukunft, die unfassbar komplex ist. Ja. Und die Frage ist, wer behält da die Orientierung? Mir geht es nicht darum, dass Sie zum Schluss sagen, oh, ich finde das alles so geil, was da draußen passiert. Es ist so unfassbar sexy, diese Digitalisierung. Was ich aber möchte, ist, dass Sie ein Bewusstsein für Veränderung generieren. Um sich dann auch letztendlich bewusst für oder gegen Dinge entscheiden zu können. Dafür muss man sich aber mit Dingen auseinandersetzen. Und wenn Sie das tun, dann wird es nicht irgendeine Zukunft, dann wird es auf jeden Fall Ihre Zukunft. Und genau die wünsche ich Ihnen auch. Und ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Impuls von heute mitnehmen. Ich sage herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke.